miteinander. Danke für die schöne Einführung. Mein Name ist Anja Weisenfels. Ich bin Sportwissenschaftlerin und promoviere derzeit an der Universität Erlangen in der Forschungsgruppe von Professor Dr. Kemmler. Sie hatten die letzten zwei Tage schon die Gelegenheit, ihn bei Vorträgen zu hören. Ich werde mich heute auf chronische unspezifische Rückenschmerzen konzentrieren. Allgemein machen wir in unserem Institut sehr viel mit neuartigen Trainingstechnologien. Deswegen wird am Rande auch der Begriff Ganzkörpervibration mit auftauchen. Wir konzentrieren uns aber auf Ganzkörper-EMS. Ja. Erstmal werde ich kurz auf die Hintergründe der Studie eingehen, nur deshalb kurz, weil nachfolgend auch nochmal EMS bei orthopädischen Beschwerden auftauchen wird und das Ganze dann nochmal detailliert dargestellt wird. Dann gehe ich auf die Studienplanung und den Aufbau ein. Ich werde die Methodik der unterschiedlichen Phasen, sowohl der Meta-Analyse als auch der tatsächlichen Trials aufzeigen und ein Fazit und Ausblick der vorläufigen Ergebnisse präsentieren. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist das Ganze noch in Phasen gehalten. Ja, zum Hintergrund der Studie. Die Kollegin vor mir hat gerade schon gefragt, wer schon mal Rückenschmerzen hatte. Nahezu jeder hat in seinem Leben einmal Rückenschmerzen. Sie sehen, die Lebenszeitprävalenz mit 74-85% ist sehr, sehr hoch. Also in Ihrem Familienbekanntenkreis wird nahezu jeder mal Rückenschmerzen gehabt haben. In 80% dieser Fälle erweist sich das Ganze als unspezifischer Rückenschmerz. Das heißt, Sie gehen zum Arzt, fragen, was Sie haben, und er sagt, er kann nichts finden, die Muskulatur ist zu schwach, Sie bewegen sich falsch, Sie sitzen sehr viel. Also es wird keine eindeutige Diagnose gestellt. Und genau dann spricht man von diesen unspezifischen Rückenschmerzen. Hat einfach was damit zu tun, dass unser Bewegungsalltag sehr stark auf Sitzen, Stehen, also einseitige Belastungen konzentriert ist, muskuläre Dysbalancen vorhanden ist, unsere Wirbelsäule einfach nicht optimal stabilisiert ist. In aktuellen Studien wird gezeigt, dass besonders kräftigende und stabilisierende Trainingskonzepte im konventionellen Bereich die Schmerzintensität und auch die Schmerzhäufigkeit von chronischen beziehungsweise auch unspezifischen Rückenschmerzen reduzieren kann. Und genau hier setzen wir mit neuartigen Trainingstechnologien wie EMS, aber auch der Vibration an. Warum? Der Hauptgrund, warum Leute nicht immer in oder regelmäßig Sport treiben, ist der Hauptfaktor Zeit. Jeder Zweite wird Ihnen erzählen, er hat keine Zeit, nach der Arbeit Training zu machen. Eine Stunde dreimal die Woche ist einfach zu viel. Bei diesen beiden Trainingsformen haben wir einfach den großen Vorteil, dass es nur 15 bis 20 Minuten einmal die Woche dauert und einfach für dieses Klientel optimal geeignet ist. Inwieweit hängt EMS und Rückenschmerz überhaupt zusammen? Also warum kommt man darauf, genau dieses Klientel anzusprechen? Als allererstes habe ich diesen Begriff Kinesiophobie. Kinesiophobie bedeutet eine Art Bewegungsangst. Sie können sich so vorstellen, wenn Sie selber Schmerzen haben, man fängt meistens an, erstmal in eine Art Schonhaltung hineinzufallen. Bedeutet, man setzt sich hin, legt sich hin, bewegt sich aber definitiv erstmal nicht. Die meisten Sportformen sehen so aus, dass man ständig die Position verändern muss, man sich sogar hinlegen muss, hinsetzen muss, also Dinge, die besonders Schmerzpatienten erstmal nicht gefallen. Beim EMS, auch bei der Vibration, haben wir den Vorteil, dass man alles im Stehen durchführen kann. Das heißt, man macht leichte, dynamische Übungen, die gelenkschonend sind und für den Betroffenen erstmal subjektiv ein reduziertes Belastungsempfinden hervorrufen. Optimal geeignet dafür also. Hinzu kommt, dass das Hauptziel von EMS die Kräftigung und die Stabilisierung, die sogenannte Core Stability sind. Und genau diese zwei Faktoren bei Rückenschmerzpatienten meistens zu kurz kommen. Also eine schwache Rückenmuskulatur, wenig Körperwahrnehmung, wenig Körperanspannung. Dann gibt es noch die Vermutung bisher noch, dass die Stimulation bis in die tiefer gelegenen Schichten geht, also die sogenannte lokale Muskulatur am Rücken ansprechen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es bisher beim EMS am Menschen dazu noch keine Studie gibt. Man müsste beispielsweise Muskelbiopsien oder was anderes machen, um wirklich herauszufinden, wie tief das Ganze geht. Das sind bisher nur Hochleitungen oder Ableitungen, beziehungsweise man guckt auch bei Tierversuchen, inwieweit das in die tiefe Muskulatur hineingeht. Was ist ein
guter Vorteil. Ich habe selber mehrmals in der Woche Rückenschmerzpatienten vor mir und muss mit diesen ein Rückenprogramm durchführen. Klassisch, man geht in einen Squat rein, erklärt ihnen, dass sie den Bauch und den Rücken anspannen sollen. Was machen 80% der Leute? Sie stehen völlig schlaff da, schieben meistens ihr Gesäß noch nach hinten raus, stehen also in einer Art Entenposition und wissen überhaupt nicht, was ich von ihnen will. Also diese Ganzkörperanspannung, Bauchanspannung ist sehr schwer, Menschen beizubringen, die eh schon ein Körperbewusstsein haben, das eher zu wünschen übrig lässt und allgemein auch sportlich nicht sehr aktiv sind. Es klingt hart, aber beim Strom und auch bei den mechanischen Reizen hat man die Möglichkeit, das Ganze passiv von außen auf die Leute aufzulegen. Das heißt, wenn der Strom halt von außen kommt, wird jeder Mensch als allererstes alles anspannen, um eben diesen Reiz zu minimieren, sich dagegen abzupuffern. Wir können also über passive Strukturen das Ganze stimulieren, herleiten und eine Art Wahrnehmungsschulung durchführen. Dann als allerletztes noch die gleichzeitige Stimulation von Agonisten und Antagonisten. Klassisches Beispiel, Bauch und Rücken kann gleichzeitig angesprochen werden und man muss sich nicht nur auf einen Muskel konzentrieren, was beim konventionellen Training meistens der Fall ist. Ja, der Studienkomplex, den ich Ihnen jetzt präsentieren werde, zieht sich insgesamt über 2 Jahre hin und findet zusammen mit der Deutschen Sporthochschule Köln statt. Also es ist eine sogenannte Multicenter-Studie, die vom DFG, also von der Deutschen Forschungsgesellschaft, mitfinanziert wird und findet in verschiedenen Phasen statt. Warum arbeiten wir in verschiedenen Phasen? Einerseits ist man nicht in der Lage, so viele Menschen auf einmal zu trainieren. Und beim Thema Schmerz, das ist was sehr Subjektives, ist die Anzahl der Teilnehmer, die man braucht, um wirklich signifikante Ergebnisse zu erreichen, sehr entscheidend. Das heißt, im Prinzip kann man in verschiedenen Phasen vorgehen und schauen, wann man die Power erreicht hat, stoppen und dann entsprechend weitermachen, wenn man sie noch nicht erreicht hat. Was haben wir gemacht? Ich habe das Ganze in die Uni Erlangen und die Deutsche Sporthochschule Köln unterteilt. Wir haben erstmal angefangen, eine sogenannte Meta-Analyse interner Daten zu gestalten. Warum? Weil wir uns überhaupt gefragt haben, passt EMS und Rückenschmerz überhaupt zusammen? Ist es überhaupt sinnvoll, in diesem Feld zu forschen? Beispielsweise, wenn EMS gar keine Auswirkung gehabt hätte, wäre die nachfolgende Studie natürlich hinfällig. Da es aber positiv ausgesehen hat, haben wir mit der ersten Phase angefangen. Jede Intervention ist identisch aufgebaut und dauert auch identisch 12 Wochen. Also es gibt keinerlei Unterschiede zwischen den Phasen. Was ist in der ersten Phase besonders? Wir haben noch eine passive Kontrollgruppe hinzugefügt. Einfach nur deshalb, weil man in der Wissenschaft nur dann exakte Ergebnisse haben kann, wenn man sagt, okay, man hat eine Gruppe, die hat was gemacht und man hat eine Gruppe, die hat gar nichts gemacht. Und dann kann man erst sagen, EMS hat einen Effekt oder eben nicht. In der zweiten Phase ist diese passive Kontrollgruppe dann weggefallen, ebenso wie in der dritten Phase. Sie sehen es an Datum. Wir beginnen jetzt Ende nächster Woche mit der dritten Phase und werden dann nochmal 45 neue Leute generieren. Ich kann Ihnen heute nur die Ergebnisse der Phase 2 präsentieren. In diese Phase 3 steigt jetzt auch die Deutsche Sporthochschule Köln mit ein. Und was noch dazugekommen ist, ist, dass wir auch den Begriff Nachhaltigkeit mit überprüfen. Meistens ist es so, dass man eine Art 12-Wochen-Programm für Leute anbietet. Da sind die meisten total ambitioniert, motiviert, nehmen teil. Und sobald das Ganze wegfällt, sind auch die Menschen weg, machen nichts mehr. Deswegen und vor allem auch im Zusammenhang mit Schmerzpatienten, schauen wir nach weiteren 12 Wochen, machen die Leute das Programm weiter? Wie ist der Schmerzzustand? Inwieweit verändert sich was? Wir lassen die natürlich nicht alleine, sondern geben ihnen Kontakte von EMS-Studios, von Reha-Sportvereinen oder auch von Vibrationsplattenanbietern. Und sie haben immer die Möglichkeit, irgendwo natürlich verbunden mit Kosten weiterzumachen. Was ist unser Ziel? Wir wollen 234 Teilnehmer bekommen. Warum jetzt so viele? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Schmerz ist etwas Subjektives. Also Sie werden eine Dame neben Ihnen haben, die wird anfangen zu schreien, wenn man sie nur kneift. Jemand anders hat hochgradige Probleme an der Wirbelsäule und spürt gar keinen Schmerz. Das heißt, man braucht sehr, sehr viele Teilnehmer, um wirklich signifikant aussagekräftige Ergebnisse zu erreichen. Der zweite Faktor ist
wir vergleichen drei verschiedene Trainingsgruppen miteinander. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass in allen drei Trainingsgruppen Effekte zustande kommen, ist sehr, sehr hoch. Und man braucht natürlich viele Teilnehmer, um alle drei aktiven Gruppen miteinander zu vergleichen. Würde man das Ganze gegen eine passive Kontrollgruppe, also neben sogenannte Stühlsitze einfach machen, ist es logisch, dass bei weniger Menschen schneller ein Effekt zu sehen ist. Ich werde Ihnen als erstes die sogenannte Meta-Analyse individueller Patientendaten vorstellen. Wir nennen es extra so, weil es eigentlich keine richtige Meta-Analyse ist. Wir beziehen uns nur auf eigene Daten. Warum haben wir das Ganze gemacht? Herr Wegner hat es gestern schon gesagt, im Bereich orthopädischer Beschwerden ist relativ wenig auf dem Markt zu finden momentan im wissenschaftlichen Bereich. Es gibt ein paar Masterarbeiten dazu zu finden, aber jetzt nichts, was wirklich wissenschaftlich hochgradig erwiesen ist. Deswegen haben wir angefangen, aus unseren bestehenden Studien die Frage Schmerzzustand und Schmerzhäufigkeit in der Lendenwirbelsäule, die wir zum Glück bei allen abgefragt haben, hinauszufiltern und können auf 5 verschiedene Studien zurückgreifen. In diese Meta-Analyse sind Männer und Frauen über dem 65. Lebensjahr mit unspezifischen Rückenschmerzen hineingefallen. Warum sind die Leute im Durchschnitt sehr alt? Wir machen hauptsächlich Forschung mit älteren Klientel an unserer Uni und nicht unbedingt mit jungen sportlichen Menschen. Dann wurde das Ganze nach der Schmerzhäufigkeit ausgesiebt. Man hat auf einer 7-stufigen Skala geschaut, wer hat eine Schmerzhäufigkeit über dem Punkt 5. Also Sie sehen es hier häufig und diejenigen wurden in die Studie oder diese Meta-Analyse mit hinein eingeschlossen. Insgesamt sind es 45 Personen. Zu dem Studienprotokoll, Sie sehen es, es waren 5 unterschiedliche Untersuchungen mit dem identischen Studienprotokoll. Allerdings ist der Zeitraum bei allen unterschiedlich. Also die wenigste Anzahl waren 14 Wochen bis hin fast zu einem Jahr. Wie gesagt, das EMS-Protokoll war jeweils vergleichbar, sowohl was die Stromstärke anging, als auch den Wechsel von Strom und Pause. Und auch die Intensität war mit hart bis sehr hart bei jeder Studie in dem gleichen Bereich. Es wurde immer dynamisch trainiert, also die Leute saßen nicht nur auf dem Stuhl und haben Strom bekommen, sondern es wurden leichte Körperübungen gemacht, die gut durchführbar waren für das Klientel. Ja, was haben wir jetzt rausgefunden? 45 Teilnehmer konnten mit eingeschlossen werden in diese Meta-Analyse. Betrachten wir erstmal die basalen Charakteristika, sieht man, dass der Altersdurchschnitt mit 70 relativ hoch ist. Wie gesagt, wir forschen hauptsächlich mit älteren Menschen. Und die Schmerzhäufigkeit und auch die Schmerzstärke lag jedes Mal über 5, also häufig bzw. starker Schmerz. Es sind zu Beginn keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen vorhanden gewesen, was sehr wichtig ist, weil eine identische Ausgangssituation vorhanden sein soll. Guckt man sich jetzt die Ergebnisse an, Sie sehen hier immer die Veränderungen anhand dieses 7-stufigen Index, die Kontroll- und die EMS-Gruppe und in der Mitte habe ich Ihnen angegeben, ob signifikante, also aussagekräftige Unterschiede vorhanden sind oder nicht. Betrachtet man nur die Schmerzstärke, sehen Sie anhand dieses einen Sternchens, dass definitiv signifikante Unterschiede zwischen zwei Gruppen oder zwischen beiden Kontrollgruppen vorhanden waren. Bei der Schmerzhäufigkeit ist es leider so, in der Wissenschaft ist einfach ein gewisser Grenzwert gesetzt, der liegt bei 0,5. Unser Wert war genau bei 0,51, das heißt, rein korrekt muss man sagen, dass kein signifikanter Unterschied bezüglich der Schmerzhäufigkeit vorhanden war. Sie sehen aber aufgrund der Balken doch einen deutlichen Unterschied zwischen EMS und der Kontrollgruppe. Ja, die Ergebnisse zeigen schon mal zum Reinschnuppern, dass Unterschiede vorhanden sind, auch wenn es eben bei der Schmerzhäufigkeit nur grenzwertig signifikant ist. Alle 5 Studien an sich zeigen beim EMS ein sehr homogenes Veränderungsfaktoren auf und jetzt kann man das Ganze noch bewerten. Sie sehen hier den Effekt angegeben als SMD, das ist der sogenannte Statistical Main Difference.
Der lag bei der Studie bei 0,91. Vergleicht man das Ganze jetzt mit konventionellen Verfahren, also beispielsweise Kräftigung, Stabilisation, aber auch Sachen wie Entspannung und Tai Chi, es gibt eine schöne Meta-Analyse dazu von Seal, sieht man, dass da der durchschnittliche Wert bei 0,32 war, man also mit dem EMS deutlich höher lag. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber würde man nur Kräftigung und Stabilisation angucken, liegt der Wert, glaube ich, bei 0,51, also immer noch um die Hälfte weiter unten als der berechnete Wert, den wir hatten. Was ist negativ an der Studie, die wir so durchgeführt haben, zu sagen? Es war einfach kein spezifisches Klientel für diese unspezifischen chronischen Rückenschmerzen. Also wir haben einfach nur geguckt, wer hat Rückenschmerzen und die herangezogen. Wenn man das Ganze natürlich korrekt machen möchte, muss man genau dieses Klientel suchen, schauen, dass ein gewisser Altersabschnitt da drinnen ist und sowas wie Chronifizierung und auch unspezifik vorher ausgrenzen. Heißt, es ist notwendig, eine sogenannte randomisierte, kontrollierte Studie, also Randomized Controlled Trial, draufzusetzen, die ich Ihnen jetzt vorstellen würde. In der ersten Phase ging es allgemein darum, die Effekte von neuartigen Trainingstechnologien, also in dem Zusammenhang tritt auch Whole Body Vibration oder Vibration auf den Platz, herauszufinden im Vergleich zu konventionellen Verfahren. Was für eine Zielgruppe haben wir uns ausgesucht? 40 bis 70 Jahre, unspezifische und chronische Kreuzschmerzen. Die Chronifizierung haben wir dadurch definiert, dass wir gesagt haben, die Leute sollten in den letzten 3 Monaten mindestens 50% der Tage einen Schmerzzustand im Lendenwirbelsäulenbereich haben, also wirklich nur auf die Lendenwirbelsäule die Begrenzung legen. Was waren typische Ausschlusskriterien? Alles, wo EMS und Vibration nicht durchgeführt werden sollte, von Herzschrittmachern über irgendwelche künstlichen Gelenke, Hüft- oder Kniegelenke bis hin zu Erkrankungen, Medikamente, die auch Einfluss auf den Muskel- und Knochenstoffwechsel hat, weil man einfach nicht weiß, inwieweit es dann tatsächlich mit dem Training zusammenhängt. Alle spezifischen Diagnosen wurden ausgeschlossen und man wundert sich teilweise, was Menschen ignorieren. Also ich hatte tatsächlich Leute, die angerufen haben, mir erzählt haben, sie haben hochgradige Versteifung in der Wirbelsäule. Sie denken aber trotzdem, dass es unspezifisch ist und es wurde noch nie was gemacht an ihrem Rücken. Dann kamen noch andere Komorbitäten dazu, die einfach schwierig gewesen wären durchzuführen in den jeweiligen Interventionen und natürlich auch Abweichungen in unseren Ergebnissen herleiten konnten. Und die Teilnehmer durften innerhalb dieser 12 Wochen maximal 2 Wochen abwesend sein. Wir haben nach der Rekrutierung ungefähr 60 Menschen erreicht, 40 Frauen, 20 Männer, die randomisiert in 4 verschiedene Gruppen hineingeteilt wurden. Nach was wurde das Ganze aufgeteilt? Nach dem Schmerzzustand. Also man hat geguckt, dass der Schmerzzustand in allen 4 Gruppen identisch verteilt war. Als allererstes die EMS-Gruppe, da waren jeweils 15 Leute drinnen. Es war ein klassisches Training, was Sie auch auf dem freien Markt zu finden. Einmal die Woche, 20 Minuten mit dem üblichen Trainingsprotokoll. Und es wurden Übungen durchgeführt, alles im Stehen, was hauptsächlich in so Squat-Positionen beziehungsweise auch viel mit Armzug zu tun hatte und im Bereich des hinteren Rückens und auch Bauchübungen in den Bauch gehen sollte. Beim Vibrationstraining. Sie können sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen mal durchgeführt hat. Sie stehen auf einer Platte und diese Platte schwingt seitenalternierend in diesem Fall. Und währenddessen haben die Leute Übungen gemacht. Also sie standen nicht nur drauf zur Mobilisation, sondern es wurden tatsächlich Übungen auch mit Zugapparaten videogeführt durchgeführt. Das Training fand 2-mal die Woche 15 Minuten statt und war mit unterschiedlichen Frequenzen belegt. Also jede Übung hatte eine unterschiedliche Herzanzahl, wie es gewackelt hat. Dann das klassische Rückenkraftprogramm. Man kennt es aus dem Reha-Sportbereich. Was war der Unterschied? Man hat hier in einer Zirkelform gearbeitet, einfach um die Intensität irgendwie zu fassen, um es auch am Ende vergleichbar mit den anderen beiden Protokollen zu machen. Das Training hat, wie es einfach verschrieben wird vom Arzt, 1-mal die Woche 45 Minuten stattgefunden. Und dann gab es leider noch die bei den Leuten verhasste, nichtstuende Kontrollgruppe, die einfach nur ihren Lebensstil beibehalten.
halten sollte. Man könnte sich jetzt fragen, okay, warum vergleicht man drei Trainingsinterventionen, die schon aufgrund der Zeit unterschiedlich sind und natürlich dann auch unterschiedliche Effekte hervorrufen können. Es geht einfach darum, den Leuten was an die Hand zu geben, was sie dann genauso auf dem Markt auch finden. Sie werden niemals ein EMS-Training finden, was einmal die Woche 45 Minuten mit absoluter Power stattfindet. Genauso wenig werden die Leute nur 15 Minuten einen Kraftzirkel mit dem Klientel durchführen. Also es sollte geguckt werden, dass es möglichst alltagsnah ist. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben uns vor allem auf ein Schmerztagebuch, das 4 Wochen gestaltet war, konzentriert. Die Teilnehmer konnten auf einer Ratingskala von 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 maximaler Schmerz, also wirklich kurz vorm Umkippen, ankreuzen täglich, wie ihr Schmerzzustand war und verschiedene Besonderheiten angeben, beispielsweise Medikamenteneinnahme, was natürlich einen Einfluss hat, oder auch, ob sie bestimmte Tätigkeiten getan haben, die den Schmerz zusätzlich ausgelöst oder verstärkt haben. Über den Schmerzfragebogen haben wir noch andere Dinge abgefragt. Haben sie sitzende Tätigkeiten, einfach viele Sachen zum Background. Dann hat ein Funktionstest der Muskulatur stattgefunden. Sie sehen hier dieses etwas unheimlich aussehende Gerät. Es ist eine isometrische Kraftmessung Ihres Bauches und des Rückens gewesen. Das Ganze hat man in 3 Versuchen durchgeführt und der stärkste Wert wurde herangezogen, sowohl vor als auch nach der Intervention. Als letztes kam noch die Bioimpedanzmessung, Entschuldigung. Das ist eine Messung der Körperzusammensetzung, die nicht nur die komplette Körperzusammensetzung darstellt, sondern man kann tatsächlich auch in einzelnen Segmenten schauen, wie viel Muskelmasse, wie viel Körperfett ist vorhanden. Hintergrund des Ganzen war, dass wir gucken wollten, inwieweit sich auch wirklich am Rumpf Muskelmasse verändert. Primärer und sekundärer Endpunkt dieser Studie war aber tatsächlich die Schmerzintensität im Durchschnitt und die Kraftwerte. Die basalen Charakteristika sehen Sie hier, egal ob es jetzt Geschlecht, Alter, Größe oder auch die Schmerzstärke angeht. Es waren keine signifikanten Unterschiede vorher vorhanden. Und bei der Schmerzstärke sieht man, dass es auf dieser 0- bis 10er Skala hauptsächlich so im Bereich von 4 pendelt. Betrachtet man jetzt die Ergebnisse, ich habe hier mal alle 4 Gruppen aufgedröselt, einmal Schmerzintensität und unten das Ganze maximal, oben im Durchschnitt, sehen Sie, dass alle 3 Trainingsgruppen hoch- bzw. höchst signifikante Veränderungen hin zum Positiven hatten. Logischerweise in der Kontrollgruppe hat sich kaum was verändert, die sollten ja ihren Lebensstil beibehalten. Bei der maximalen Schmerzintensität sieht man was Ähnliches, allerdings ist es da so, dass kein signifikanter Unterschied aller 3 Trainingsgruppen zur Kontrollgruppe bisher mit diesen 15 Menschen vorhanden war. Konzentriert man sich nur auf EMS und die Kontrollgruppe, kann man das Ganze noch nach Kraft aufgliedern. Sie haben einmal die Flexion, also die Beugung, Bauchkraft und die Extension, Streckung, die Rückenkraft. Interessanterweise war es so, dass nur bei der Extension ein signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und EMS-Gruppe vorhanden war, während das Ganze bei der Flexion, also Bauchkraft, nicht so deutlich herausstößt, also in dem Fall nicht signifikant ist. Woran kann das Ganze liegen? Es ist natürlich möglich, dass das Trainingsprotokoll in allen Gruppen so gewählt war, dass es hauptsächlich zur Stabilität der Rückenmuskulatur und weniger jetzt zu einem dezidierten Bauchtraining gekommen ist. Kann daran liegen, man braucht aber die komplette Masse dieser 234 Teilnehmern, um dann wirklich zu sagen, liegt es daran oder liegt es eben nicht daran. Was ist das Fazit des Ganzen? EMS scheint ein probates Mittel zu sein, um die Schmerzhäufigkeit und auch die Schmerzstärke zu reduzieren. Allerdings muss das Ganze noch weitergeführt werden, weil die Power bisher noch nicht erreicht wurde. Was in diesem Zusammenhang interessant ist, die nationalen Versorgungsleitlinien, wenn man da mal reinguckt, geben sowas wie TENS, also eine lokale Stromamplikation oder auch andere Stromkonstellationen als Negativempfehlung, also raten den Leuten eher davon ab. Ja, woran kann es liegen? Entweder wurde bisher noch nicht entsprechend damit geforscht oder man hat Angst vor irgendwelchen Risiken dabei.
Hier sehen Sie allerdings, dass es durchaus einen Effekt hat, mit Strom bei diesem Klientel zu arbeiten. In der Phase 2 haben wir das Ganze weitergeführt, allerdings ohne Kontrollgruppe. Wir reden jetzt nur noch von Trainingsgruppen, die wir miteinander vergleichen. Und wir haben 74 neue Teilnehmer dazu bekommen, sodass wir insgesamt fast mit 120 Menschen rechnen können. Auch hier sehen Sie bei den basalen Eingangswerten, dass keine signifikanten, hier hinten haben Sie die signifikanten, Unterschiede zwischen den Gruppen vorhanden ist. Was auffällig ist, die Schmerzstärke im Durchschnitt hat sich jetzt aufgrund der Anzahl der Teilnehmer etwas reduziert. Also wir sind von dem hohen Dreier-Vierer-Wert Richtung eher einem hohen Zweier- und Dreier-Wert runtergerutscht. Ja, die Ergebnisse, primärer Endpunkt, die durchschnittliche Schmerzintensität sehen Sie hier oben. In allen drei Gruppen haben höchst signifikante Veränderungen stattgefunden. Also es hat auf alle drei Gruppen einen Effekt gehabt. Jedoch können wir leider nicht sagen, welche der drei Gruppen besser oder schlechter abschneidet. Bisher ist es noch nicht möglich. Das Gleiche zeigt sich auch bei der maximalen Schmerzintensität, allerdings hier mit unterschiedlichen Signifikanzen. Betrachtet man das Ganze mit der Kraft, sehen Sie hier, dass sowohl die Flexion, also die Beugung, als auch die Extension entsprechend sich verbessert, hochsignifikant verbessert, aber auch nur von Tendenzen zu sprechen ist. Man sieht, dass der rote Balken, also dieses Zirkeltraining, etwas höher ist als die anderen beiden, ist allerdings noch nicht aussagekräftig. Betrachtet man in diesem Fall noch verschiedene Kofaktoren, jeder von Ihnen kennt eventuell Schmerzpatienten, da ist ein Haufen drumherum, was man noch mit beachten sollte, kann man auch solche Sachen wie funktionelle bzw. auch psychische Faktoren, inwieweit das Veränderungen hervorbringt, anschauen. Der RMD, das ist der sogenannte Rowland & Morrison Disability Questionnaire, der besteht aus 24 verschiedenen Fragen, beispielsweise können Sie eine Treppe hochlaufen, ohne dabei Schmerzen zu haben, also alles Mögliche um verschiedene Körperfunktionen herum. Da sehen Sie, dass in allen Gruppen Verbesserungen vorhanden waren. Hier in diesem Fall sieht man das jetzt am EMS am deutlichsten, aber auch hier keine signifikanten Unterschiede. Bei den psychischen Faktoren haben wir uns auf den deutschen Schmerzfragebogen konzentriert und 7 verschiedene Fragen ausgewertet. Beispielsweise sind da tatsächlich solche Fragen drin wie, fühlen Sie sich glücklich, sind Sie zufrieden mit sich selber, also alles, was irgendwie rund um die Psyche ist. Hier kann man auch sehen, dass leichte Verbesserungen vorhanden waren, mit Ausnahme der EMS-Gruppe. In den anderen beiden sieht man es leicht bzw. deutlich, aber auch hier keine Gruppe sticht deutlich raus. Ja, die häufigste Ausrede, habe ich vorhin schon gesagt, ist der Zeitfaktor bei so einem Training. Deswegen betrachten wir jetzt auch noch solche Dinge wie Trainingszeit, Attendance heißt Teilnahme, Dropout, also wie viele Leute die Intervention abgebrochen haben und gab es irgendwelche Veränderungen in der Medikamenteneinnahme. Bei der Teilnahmerate sieht man, dass vor allem die neuartigen Trainingstechnologien mit knapp 92% sehr, sehr gut besucht waren, wohingegen das Krafttraining bei 87% lag. Und hier gibt es tatsächlich einen signifikanten Unterschied. Also scheinbar diese kurzen und auch neuartigen Trainingstechnologien haben die Leute eher motiviert, dabei zu bleiben, als dieses standardmäßige 45-Minuten-Training. Ähnliches sieht man auch bei der Dropout-Rate. 7 im Krafttrainingsbereich, während 3 und 4 in den neuartigen Trainingstechnologien nur vorhanden waren. Hierzu muss man aber sagen, dass auch hier kein signifikanter Unterschied vorhanden ist. Betrachtet man noch die Medikamenteneinnahme, Ziel des Ganzen ist natürlich auch, Medikamenteneinnahme zu reduzieren und eine andere Art von Therapie ihnen mit an die Hand zu geben, sieht man, dass im EMS-Bereich von 13 beginnen am Ende nur noch 7 Medikamente genommen, gebraucht haben. In der Vibrationsgruppe gab es keine Veränderung und beim Krafttraining hat sich das Ganze von 10 zu 5 reduziert, allerdings auch ohne deutliche Unterschiede.
Betrachtet man noch die Trainingszeiten, ich habe es vorhin gesagt, es ist einfach unterschiedlich. Hier sticht deutlich hervor, dass sowas wie EMS und natürlich auch Vibration mit 15 bis 20 Minuten für Leute, die sehr wenig Zeit haben, sehr viel attraktiver ist als eben einmal die Woche 45 Minuten. Bei 45 Minuten denken die Leute immer gleich an eine ganze Stunde, die sie aufwenden müssen, und eine Stunde ist dann doch meistens einfach eine Hürde zu machen. Ja, was kann ich daraus mitnehmen? Trotz der Tendenzen in den einzelnen Gruppen muss man natürlich auch immer solche Rahmenbedingungen mit hinzunehmen. Es kann sein, dass sowas wie konsensionelle Programme momentan noch so aussehen, als ob sie bessere Tendenzen haben. Der Zeitfaktor, was der größte Vorteil von neuartigen Trainingstechnologien ist, spielt aber da sehr groß mit rein und sorgt wahrscheinlich dafür, dass man Abstriche einfach machen muss im Effekt, was will man haben. Fazit des Ganzen ist, dass es tendenziell so aussieht, als ob alle drei sehr, sehr hohe Effekte haben, für sich gesprochen, momentan allerdings noch keiner besonders hinausspricht. Man kann nur von Tendenzen reden. Bedeutet, wir müssen die absolute Power, also knapp, hier steht es, 78 Teilnehmer pro Gruppe noch bekommen, was wir jetzt bis Anfang, Ende 2019 vorhaben. Und dann können wir tatsächlich sagen, sind neuartige Trainingstechnologien besser als konventionelle Verfahren, oder es ist einfach wichtig, dass man sich allgemein bewegt und jeder muss selber für sich entscheiden, was für eine Methode er wählt. Und in diesem Fall ist natürlich auch der Begriff Nachhaltigkeit noch sehr interessant. Wenn man beispielsweise sieht, EMS hat einen großen Effekt, viele Leute machen es, aber sehen nach dieser kostenfreien Studie, EMS ist ja doch noch relativ teuer, ein Rezept für Reha-Sport würden sie umsonst bekommen, ist natürlich auch die Frage, machen es die Leute trotz des Kostenaufwandes weiter? Das heißt, nach weiteren 12 Wochen werden wir über Fragebogen nachfragen, betreiben Sie die Aktivität weiter, was waren Hürden, warum Sie es nicht machen, hat sich Ihr Schmerzzustand wieder verändert und würden Sie es weitermachen, wenn es beispielsweise kostenfrei wäre. Sie kennen es vielleicht selber, sobald man mal irgendwas kostenlos gegeben bekommen hat, ist es für die Menschen meistens schwer, dafür Geld auszugeben, unlogischerweise, obwohl es ihnen sehr viel nützt. Ist eigentlich erstmal paradox, aber so funktioniert der Mensch in unserem Gesundheitssystem scheinbar. Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der FIBO.